Du hast ein Problem, bitte. Ja, Franz. Ich baue gerade meine C wieder auf und ich habe jetzt hier so viel Teile und die sind so dreckig. Sieht schlimm aus, genau, ja. Und ich habe keine Lust, da jetzt so lange dran zu arbeiten. Was kann ich machen? Da habe ich genau das Richtige für dich, denn wir haben uns ein Teile-Waschgerät besorgt und das wird all deine Probleme lösen, Paul. Wir haben auch noch unser Ultraschallbad. In Kombination werden die Teile tipptopp sauber. Wir testen es jetzt. Los geht's. Ja, machen wir ein bisschen. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen in der Moped Factory und zu unserem nächsten Adventskalender-Türchen. Wir testen wieder mal was, und zwar ein Teilewaschgerät. Wer das nicht kennt, das zeigen wir euch gleich, wie das aussieht. Die grundlegende Idee steckt schon im Namen, man soll damit Teile reinigen. Und gerade bei alten Mofas, oder die müssen ja nicht mal alt sein, wenn man Mofa zerlegt, die Sachen sind immer dreckig. Also da kommt man nicht drum herum, wenn man fährt, wird es dreckig. Und das zu waschen kann auch ziemlich anstrengend sein. Und deshalb haben wir uns ein Teilewaschgerät geholt. Das soll das Ganze erleichtern, quasi als Vorstufe zum Ultraschallbad. Denn da kann man ja auch nicht die allerdreckigsten Sachen reinschmeißen, das dauert dann viel zu lange. Deshalb Teilewaschgerät, ich würde sagen, kommt ran, wir packen es aus, probieren es aus, los geht's. So, hier ist das gute Stück. Und wenn ihr euch fragt, was haben die Jungs denn dafür bezahlt? Etwa 50 Euro kostet das. Ist natürlich alles unten verlinkt. Und beim Schrauberling findest du sicher auch einen Artikel mit einem ausführlichen Test und wie das Ganze funktioniert. Ganz kurz zur Erklärung. Also da unten ist eine Pumpe drin, die pumpt hier quasi Wasser und diese Spüllösung durch diesen Schlauch und diese Bürste. Und damit kann man dann hier sein Motor oder was auch immer sauber machen. Hier in diese Kiste, da wird dann das benutze Wasser immer wieder hochgepumpt und man kann es immer wieder benutzen. Und das macht das Ganze doch sehr angenehm, also nichts mit irgendwie im Wasser rumwühlen oder so. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein bisschen von unserem für unserem Ultraschallbad Wasser und machen das ein bisschen warm und füllen das hier ein und dann probieren wir es mal aus. Hier ist noch so ein Stecker dran, damit die Pumpe auch läuft. Und was hier noch wichtig ist, man kann nur Reinigungsmittel auf Wasserbasis nehmen, sonst, habe ich gehört, kann sich die Pumpe auflösen, also kein Benzin oder so da reinkippen. Aber das sollte ja auch ganz gut funktionieren, denn mit einfachem Spüli oder so putzen wir unsere Teile sowieso sehr oft. Also, ich würde sagen, kommt mal ran, wir gucken es uns von nahem an, schmeißen es an und gucken wir mal, ob wir Pauls C-Teile sauber kriegen. So, während der Paul sich noch mit der Materie ein bisschen vertraut macht, bin ich dabei, Wasser zu kochen, beziehungsweise es soll nicht kochen, es soll nur warm werden, damit wir hier ein bisschen angenehmer arbeiten können. Außerdem hilft uns das ja beim Saubermachen und ich würde sagen, es ist auch gleich schon warm genug. Dann kippen wir das mal rein und gucken, ob wir die Teile sauber kriegen. Also, da ja da offenbar relativ viel rein muss, würde ich sagen, lassen wir das andere Wasser mal ein bisschen erhitzen und kippen schon mal ein bisschen kalte Flüssigkeit rein mit unserem Reiniger und dann haben wir gleich auch genug. Ja, machen wir noch ein bisschen. Also nochmal zur Erklärung, hier diese Pumpe pumpt die Reinigungsflüssigkeit dann hier hoch und es kommt dann aus der Bürste raus und damit kann man dann hier sauber machen. Also wir warten aufs warme Wasser und dann geht's los. Okay, das Wasser ist drin, der Paul wird jetzt demonstrieren, wie die Pumpe pumpt und dann hoffentlich das Zeug da oben rausläuft. Ja, und jetzt bitte? So, wir haben beide unsere Teile aus dem Waschgerät rausgeholt, ein bisschen abgetrocknet und ein bisschen den überstehenden Schmutz weggewischt. Kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Ich würde sagen, Paul, du fängst mit deinem Polrad an. Wie zufrieden bist du mit der Sauberkeit?
Ich bin sehr zufrieden. Ich halte es gleich nochmal von Namen in die Kamera. Also der grobe Schmutz ist auf jeden Fall komplett weggegangen. Und hier sind ja sehr viele Stellen, die schwer zugänglich sind. Und mit dieser Bürste, die hat ja so sehr lange Borsten, ging das echt gut da reinzukommen. Ich glaube, der Reiniger ist noch so eine Sache, da können wir vielleicht noch ein bisschen was verbessern, weil der ist jetzt nicht so effektiv gewesen. Aber ansonsten, da hat das Gerät ja nichts mehr zu tun, bin ich sehr zufrieden. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich muss auch sagen, man sieht hier an dem Motor, der war wirklich sehr zugekrustet. Dieser normale Schmutz, der geht, glaube ich, super ab. Aber hier so, wo wirklich fest der Ölschmock sich zugesetzt hat, da braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Power im Reiniger. Ansonsten funktioniert sehr gut. Ich bin auch sehr zufrieden. Die Bürste könnte irgendwie ein bisschen handlicher sein. Die ist, weiß man nicht, ob man sie so halten soll oder so wie so ein Stift. Aber vielleicht gewöhnt man sich da noch dran. Also ich bin auch sehr zufrieden. Sie macht genau das, was sie soll. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Suppe abgelassen kriegen. Denn wir wollen die eigentlich nicht da drinnen lassen. Und dann suchen wir ein schönes Plätzchen dafür. Und ich würde sagen, für 50 Euro ist das ja wirklich eine Bereicherung für unsere Werkstatt. Ich habe euch das Ding in der Videobeschreibung verlinkt. Einmal den eBay-Link, einmal den Amazon-Link und den Schrauberling-Link. Da ist das Ganze nochmal ausführlich erklärt und ein schöner Testbericht dazu. Könnt ihr euch angucken. So, wir lassen jetzt das Zeug ab und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weiter geht's. Ja, da sind wir schon wieder am Ende vom Video und unsere Empfehlung zu diesem Teilewaschgerät, auf jeden Fall einen Daumen hoch und für alle, die dreckige Teile sauber machen wollen und normal ist das ja immer eine sehr dreckige Angelegenheit, aber ich muss sagen, ich bin glaube ich bald sauberer als vorher. Ich hatte so Farbe an den Händen, die ist alles abgegangen, aber ihr habt ja gesehen, wie viel Schmutz da abgegangen ist. Das lohnt sich wirklich, so ein Waschgerät, vor allen Dingen, wenn es so Teile sind, die nicht irgendwie schon seit 100 Jahren liegen, sondern die halt frisch aus dem Moped kommen und wirklich normalen Dreck dran haben und nicht irgendeinen voll so einen angekrusteten. Also wir sind sehr zufrieden. Ding ist verlinkt, Schrauberling-Artikel ist verlinkt, schaut euch den gerne an. Ansonsten würde ich sagen, morgen geht's weiter mit unserem Adventskalender. Da könnt ihr euch aufs nächste Video freuen. Playlist gerne angucken, abonnieren solltest du natürlich sowieso und den Schrauberling besuchen, denn da gibt's den Artikel dazu und zu vielen anderen Teilen, die wir getestet haben. Ich wünsche euch eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa. Bis dann. Ciao.